Das ist nun mal eine Nachuntersuchung der Nasenkorrektur ohne OP. Die Patientin war ja schon vor wenigen Wochen bei uns und jetzt nochmal zur Kontrolle. Man sieht hier, dass der komplette Verlust des Nasenrückens, wie es oder die delfinartige Nasenrücken hier gar nicht mehr sie zu sehen ist. Man sieht hier einen beinahe normalen Verlauf des Nasenrückens mit einem normalen Schwung, ohne hier die vormals bestehenden Deformitäten zu erkennen. Ich denke, wenn man das Vorbild sieht einmal, kann man hier das Ergebnis besser beurteilen.